So, hallo ihr Lieben, willkommen in diesem Märzschnee hier. Ich zeige euch, was ich aus meinen Restweiden mache. Das nämlich. Ich mache kleine Bleistifte mit einer Schrift drauf. So versuche ich mal meine Weiden möglichst effizient zu nutzen. Nichts wegschmeißen, möglichst alles verwenden und ja, das Material ist kostbar. Ach, schaut mal, wie es geht. Für dieses Projekt brauchen wir ein paar dickere, trockene Weidenstöcke und frische, dünne Weidenruten. Zuerst runde ich die Enden von den dickeren Stöckchen mit dem Messer ab. Jetzt nehme ich dünne, frische Weidenruten und werde damit ein sogenanntes Japanauge binden. Mit einer dünnen Rute, die lege ich mal an dem Stock dran. Ja, manchmal bricht sie beim ersten Mal, dann schiebe ich weiter hoch, wickele ich um den Stock herum, um das dicke Ende herum und dann wieder zurück, um den Stock herum, wieder um das dicke Ende herum und wieder zurück. Und so mache ich es immer weiter, bis die Rute zu Ende ist. Das dünne Ende verstecke ich irgendwo unter dem Geflecht. Zu Hilfe nehme ich einen Pfriemen, mit dem ich mir ein Loch unter dem geflochtenen Knoten durchpiekse. Und da kommt das dünne Ende durch. Auf diese Art bereite ich mir alle Stöckchen vor. Jetzt bohre ich ein Loch in jedem Stock. Ich nehme dafür einen 3 mm Bohrer. In dieses Loch wird dann die Mine reingesteckt. Jetzt brauche ich Bleistiftminen und einen Kleber. Die Minen, die 3,15 mm dick sind, halbiere ich so, dass sie genau in das gebohrte Loch reinpassen. Die Mine bestreiche ich mit dem wasserfesten Holzkleber und stecke ich in die vorgebohrte Öffnung rein. Jetzt spitze ich meine Stifte wie einen normalen Bleistift an. Am Ende mache ich noch einen etwas längeren, glatten, flachen Schnitt auf dem Stöckchen. Da kommt nachher die Schrift drauf. Nach Bedarf glätte ich diesen Schnitt noch direkt vor dem Brennen. Jetzt nehme ich einen heißen Brennkolben und beschrifte damit die Stifte. Ich schreibe nette Sprüche drauf, die man dann gerne verschenkt.
Ganz zum Schluss mache ich noch einen Endschliff und spitze meine Stifte nochmal ordentlich und schön an. Und so sehen sie dann aus, wenn sie fertig sind. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir den Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Tschüss!